Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Remastered. So, mir fällt gerade auf, dass beide irgendwie alternative Outfits anhaben, oder? Irgendwie. War mir gar nicht bewusst, habe ich wohl mal freigeschaltet und irgendwie eingestellt. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Vielleicht sollten wir dann nicht auf der Straße bleiben. Oh oh. Ich gehe mal da hinten hin. So. Vielleicht solltest du auch nicht im offenen Feld stehen bleiben, wenn irgendwelche Militärfahrzeuge vorbeifahren. Mensch, Ellie. Müssen wir echt nochmal bei Null anfangen mit dir. So. Ab in den Keller. Grünes Kraut. Können wir uns später damit heilen? Ah, falsches Spiel, Mensch. Los, mach ihn. Ja doch. Aber so vom Stil her... Die Unterstützung des Unterkriminellen... Ja. Ups. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Okay, bringen wir uns mal lieber nicht in Gefahr. Gehen wir zu den Behörden und liefern Ellie ab. Wo geht's hier zu den Behörden? Hallo? Keine Ahnung. Wahrscheinlich gehen wir da jetzt hin. Wir sind ein aufrichtiger Bürger unserer geliebten Militärdiktatur. Wo gehen wir hin? Keine Ahnung. Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Keine Ahnung. Hab nur kurz Geduld. Leiter oder irgendwas. Leiter oder Planke. Mal gucken. Aha, Müllcontainer. Das ist also des Rätsels Lösung. Ups. Ich bin kein sehr guter Mülltonnenfahrer. Ich sollte lieber nicht Müllmann werden. Perfekt. Perfekt geparkt. Ich hatte am Schluss eine Einparkhilfe, habe ich gemerkt. Kommt die alleine hoch oder muss ich ihr helfen? Ich glaube, die kommt alleine hoch, oder? Die ist cool. Komm schon, Ellie. Nee, doch nicht. Ich geh schon mal. Ciao. Mach's gut. Ja, die kommen alleine hoch. Dann ist gut. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du, 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey! Ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Das wäre so schön gewesen, wenn er jetzt über diesen Karton gestolpert wäre. Naja, guck mal, ein Aussichtsturm. Da sitzen die bestimmt drin, die Polizisten, und gucken gerade uns an und denken sich, hm, sollen die da drüben sein? Dürfen die da in dem Gebäude sein? Ah, wahrscheinlich. Ist doch wurscht. Ich hab Feierabend. So oder so ähnlich. Vielleicht nicht das beste Versteck gegenüber von so einem Aussichtsturm, aber hey. Wie ist es? Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Auch irgendwas totschlagen. Aber nicht mich, bitte. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume.
ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Dann los. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Danke. Aber ich komme nicht durch, leider. Na los. Können wir die Wand auch noch verschieben? Ich passe nicht durch. Ach so, doch, jetzt geht's. Vergiss, was ich gesagt habe. So, ich mach mal den Generator an, okay? Ach so, muss ich das wirklich machen? Okay. Heia! Ha! Bah! Was für ein seltsames Minispiel. Aber gut. Ich hatte voll das Gefühl, dass ich wirklich den Generator anmache. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Eine Karte mit der Patrouillenroute außerhalb der Zone. Eine Karte mit... Okay, cool. Danke. Jetzt wissen wir Bescheid. Rotes Licht. Soll uns das etwa Gefahr symbolisieren? Ich mache lieber meine Lampe an. Das ist nicht mehr rot. Und dann lauert keine Gefahr mehr. So einfach ist es. Gefahr erkannt. Und gebannt. Ich schau mal oben nach, ob die Luft rein ist. Nein, alles voller Zombies und so Militär. Gehen wir wieder. Okay, wir können, kommt hoch. Ach so, okay. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Alufolie. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Wenigstens spült er die Pilzsporen aus der Atmosphäre, die da wahrscheinlich zumindest in kleinen Mengen sind. Mais, da schwimmt Mais. Warum schwimmt da Mais? Ha, das ist doch ein Krabbenlastwagen und kein Maislastwagen. Ich glaube, hier ist irgendwas faul. Ich weiß nicht, ob wir hier weitergehen sollten. Hier geht's lang. Ah, auch schön, oder? Wie sich der Sound verändert hier drin. Überhaupt. Auf sowas haben die echt geachtet. Oh, oh. Jetzt bloß keine Dummheiten. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Ja!
Scheiße! Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier! Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Oh, Scheiße! Weitere Uniformierung. Hier nach. Schnell. Signal laufen. Okay, aber wohin? Lauf! Los, los! Bleib von dem Licht weg. Es war meine Schuld, sorry. Ich hoffe, die anderen sind noch irgendwo hinter mir. Aber ich denke schon, oder? Dass die hinter uns sind. Wir müssen noch mal laufen. Bereit? Wir sind überall. Vorsichtig. Hey, du kannst dich einfach durch mich durchploppen. Da. Ich sehe sie. Ich bin eine Masse. Durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Sind die wirklich hier lang gegangen? Das ist unser Auftrag. Also weitergehen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Oh, oh, wow. Ich glaube, ich wurde gesehen, oder? Ja, schade. Hey, du da! Oh, oh! Hilfe! Ich brauch Support, bitte. Oh mein Gott, es sind zu viele. Okay, Flasche, jetzt hängt alles von dir ab. Flieg und Sieg, Flasche! Sehr gut. Ich glaube, die haben wir abgelenkt. Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal da lang. Da steht der ohne Helm. Sorry. Sorry. Keine Absicht. Ich glaube, da kommen wir nur in die andere Arena da, ja. Nö, da wollen wir nicht hin. Nein, zurück. Zurück! So, wenn wir jetzt nur den richtigen Moment abwarten, dann, und zwar jetzt. Ja, es war vielleicht nicht ganz der richtige Moment, aber er war schon okay. Oh, okay, okay, okay. Wir sollten weitergehen. Keine Zeit verlieren. Wir sind überhaupt nicht mehr hier. Ihr habt uns getroffen. Wir sind tot. Mission erfolgreich. Ihr könnt heimgehen. Haben wir zufällig 3 Leichen dabei, die wir irgendwo platzieren können? Nee, schade. Dann fliehen wir wohl. Ich kann welche hören. Oh, oh. Der Baum ist keine zureichende Deckung. Verdammt. Hey, du da. Damit. Bisschen runter. Na? Au. Au. Könntest du da hinten nicht vielleicht mal schießen, während der auf mich schießt? Das wäre echt nett. Okay, ich bezahle dafür. Wie viel macht's denn? Wenn dann die Situation aus der Welt ist, wenn dann alles geregelt ist, dann zahle ich gern. Komm, schaffen wir die Sache aus der Welt. Ja.
Ach komm, und der dritte Schuss war so perfekt. Der war perfekt. So. Dachte ich zumindest. Entschuldigung, Leute. Ich habe nichts gegen euch persönlich, aber... eure Ambitionen, uns zu töten, sind nicht vereinbar mit unseren eigenen. Und ich kann es auch nicht tolerieren, leider. Sorry. Ich schau mal noch kurz da nach hinten. Da ist nämlich bestimmt irgendwas. Zum Beispiel... Klebeband. Hüpf. So, jetzt aber. Ganz leise. Hier durch. Noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Ich bin in Deckung. Ich bin in Deckung geboren. Ich gehe mal hinter dem Panzer. Vielleicht können wir den schnell restaurieren. Ich habe ein bisschen Scrap dabei. Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Und so viele Tests. Oh, Mann. Mist, hier ist gar nichts drin. Ich nehme mal den Ziegelstein mit. Sie sind hier bei uns? Keine Angst, ich habe einen Ziegelstein. Okay. Habt ihr schon da hinten nachgesehen? Was zum? Ich hab was gehört. Aha. Das war ein bösartiger Ziegelstein, der euch alle vernichten wird, wenn du nichts dagegen unternimmst. Sei ein Held und schau nach, was da los ist. Ja, was hast du... Zum Teufel? Oh. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ich glaube, wir sollten hier nicht einfach bleiben. Na toll. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Da. Alle mir nach. Ich weiß, wo es lang geht. Ich platziere den Ziegelstein diesmal ein bisschen besser. Und zwar eher da so. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Komm schon, durchs Fenster durch. Oh, das hätte der Jahrhundertwurf werden können, aber es war leider nur ein miserabler Kackwurf, könnte man sagen. Au. Jawohl, hol ihn dir. Ich gebe dir Deckung. Nein, hör doch nicht auf zu schießen jetzt. Absolutes Chaos. Aber von wegen, es sind zu viele. Mit denen werden wir fertig. Warum nehmen wir eigentlich keine von deren Gewehren? Na guck, jetzt sind wir schon in der Überzahl. Oder vielleicht haben wir zumindest ein bisschen Ausgleich geschaffen. Oh, ich habe anscheinend keine Munition mehr. Das wusste ich nicht. Darf ich mich mal kurz verarzten, während du weiterschießt? Danke. Genau, du schießt durch den Container durch und ich verprügel den Kerl, der jetzt hier gleich ankommt. Hä? Kerl? Oh, Mist. Kommt doch her. Ja, ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, er wurde vom Blitz getroffen. Gott ist auf unserer Seite schon mal. Das ist schon mal ein Vorteil. Und der Ziegelstein der Macht auch. Oh, verdammt, Ziegelstein. Ich dachte, du kannst Kugeln abwehren. Das war wohl ein Missverständnis. Oh Gott. Vielleicht sollten wir wieder in Deckung gehen. Puh, läuft doch ganz gut. Ist doch alles okay. Ist doch alles gut. Wenn ich nur wüsste, wo wir hin müssen. Das wäre echt auch praktisch jetzt. Irgendwelche Wegbeschreibungen? Irgendjemand? Nein? Aua. Vorsicht. Vielleicht sollten wir da hinten durch das Loch da in der Wand klettern. Ja, das könnte funktionieren. Oh oh.
Hey, ist schon okay. Das ganze Blei in meinem Körper können wir dann in Silvester einschmelzen und lustige Figuren gießen. So, cool bleiben. Einfach in die Grube und dann ist alles gut. Hier in der Grube haben sie keine Befugnisse. Jetzt sind wir sicher. Ich hoffe, die Schritte, die ich da höre, sind ja, unsere... Ja, okay, dann ist gut. Was? Ich? Es regnet hier nicht. Wisst ihr, was ich echt einfach testen muss, weil ich einfach wissen muss, was dann passiert. Oh, es passiert gar nichts. Schade. Naja, Leute, beim nächsten Mal erklimmen wir die Treppen zum Triumph und werden triumphal triumphieren. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich wollte schon fast wieder einen ganz falschen Spieltitel sagen. Diesmal nicht Fallout 4. Diesmal wäre es fast Dragon's Dogma geworden. Aber es ist natürlich The Last of Us und zwar Remastered. Und wir sind gerade vom Militär geflohen, denn die wollten uns töten. Die haben was dagegen, dass wir hier sind. Ich weiß nicht genau warum. Hier müssten wir durchpassen. Es stimmt eigentlich, warum dürfen wir die Zone nicht verlassen? Dass Leute nicht einfach so in die Zone dürfen? Okay, das macht Sinn. Aber warum dürfen wir nicht raus? Ich meine, kann denen doch wurscht sein, dann werden wir halt draußen von Pilzen gegessen und infiziert. Na und? Oder? Sehe ich das falsch? Mist, noch mehr Soldaten. Das Spiel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und sich zur Elster Licht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Wer bleibt wohl im Dunkeln? Hier ist es nirgends dunkel, sind wir ehrlich. Hier ist es nirgends dunkel. In dem Spiel ist Dunkelheit so hell wie der Tag. Ich glaube, ich dusche ein bisschen. Die Flucht dürfte ihn ganz schön durchgeschwitzt haben. Da kann man ruhig mal ein bisschen... Kopf noch ein bisschen. Jupp, auch die Haare müssen ausgespült werden. Da verfängt sich der ganze Dreck immer. So, weiter geht's. Erfrischt ans Werk. Ich bin mir sicher, die Pistole funktioniert noch einwandfrei. Die Munition und alles ist noch wunderbar. Vielleicht wirklich, ich kenne mich nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht gut ist. Oder? Ist es sicher? Nein. Nö. Sie sind noch da. Sag ich doch. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Bin schon dabei. Ich glaube, ich stehe wieder auf, sonst sieht es so dämlich aus, oder? Man will ja nicht irgendwie... Man will sich ja nicht blamieren. Vor den neuen Companions. So, hier noch? Nein, waren wir schon? Keine Ahnung. Dann gehen wir noch woanders hin. Aber ich weiß nicht mehr, wo... Ich glaube, da geht's lang, oder? Ich muss gerade noch mal kurz... Hier lang, durch das Rohr. Schrei doch nicht so. Glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen. Los geht's. Na los. Weiter. Okay. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel?
Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Was ist denn da draußen? Bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Vielleicht seine Ex-Frau, die leibliche Mutter seiner Tochter. Könnte sein. Man weiß nicht, was mit der passiert ist. Oder weiß man das und ich habe nicht aufgepasst? Ich glaube, man weiß es nicht. Mensch, hier muss es regnen, oder? Aber es regnet wirklich ganz schön, also. Naja, gut. Oh, Kabel. Überall Kabel. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Also ich meine bei mir hier. Wie groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezonen wurden heftig bombardiert. Ah, guck, das habe ich. Wir haben es jetzt gerade nicht gehört, weil ich wieder ein bisschen so off the road war. Aber anscheinend wurden viele Bezirke bombardiert, um die Infizierten irgendwie zu einzudämmen und so, die Infektion. Und deswegen ist alles so kaputt. Das macht Sinn. Also ich meine, dass alles so kaputt ist deswegen. Also sonst wird es vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn machen. Oh oh. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Klang aber, als wär's weit weg. Mhm. Ich tippe immer noch auf die Ex-Frau. Vorerst. Na los. Die beiden haben kein sehr gutes Verhältnis offensichtlich. Aber ich gehe jetzt mal da rein. Aha. Das Rathaus. Ja. Hier drüben. Oh, bin ich den richtigen Weg gegangen? Ach so, ich dachte, ich habe hier ein super geheimes Geheimnis gefunden. Aber es war wohl nur ein super richtiger Weg. Aber das ist ein super geheimes Geheimnis, oder? Nein, ich glaube, das ist alles der richtige Weg. Verdammt. Nie kann ich super geheime Geheimnisse finden. Such weiter. Soll ich auch was machen? Bleib du einfach in ihrer Nähe. Okidoki. Ich glaube, ich nehme mal eine Flasche mit, falls wir später noch Durst kriegen. Bisschen Regenwasser sammeln. Kabel. Überall Kabel bei mir hier. Mich kotzen diese Kabel an. Ich kann nicht mehr. Hey, Tess. Mach mich fertig. Kopfhörerkabel, Mikrokabel, Mauskabel, Controllerkabel. Überall hängen Kabel um mich rum und in mir. In mir und um mich. Ich hasse Kabel. Aber was ich gern mag, ist... Oh, ich wollte sagen Loot und dann war da gar kein Loot. Ah, was ich nicht gern mag, sind leere Schränke ohne Loot in Loot-Spielen. Hello. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Vielleicht will sie noch essen und deswegen hat sie festgestellt, dass die frisch ist. Was ist mit den Magazinen? Wollen wir nicht schauen, ob da noch Kugeln drin sind? Nein? Okay, dann nicht. Hoch oder rein? Ich bin für rein. Aha! Stuff. Wollen wir nicht eigentlich runter? Naja, egal. Hey. Noch einer. Mist. Feldarzt-Einsatzprotokoll. Angekommen, Punkt so und so. Negativer Kontakt bei Landezone. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. Negativer Kontakt. Scheiß negativer Kontakt. Okay. Soldat Advater meldet Sichtkontakt. Geräuschkontakt. Cordyceps infizierte, zweites Stadien, bei eingestürztem Bürogebäude, unterwegs für Untersuchung.
Und der Rest wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Liegt hier vor uns. Der Rest der Geschichte, meine ich. Oh, da ist schon einer stark pilzifiziert. Klicker. Haben wir Gasmasken? Oh Mann. Sicht. So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Haha, nein, war nur ein Scherz. Ich war's. Ich wollte ihnen Angst machen, indem ich mit der Taschenlampe klicke dauernd. Oh oh, und mein Handy will auch mitspielen. Ist okay. Heute ist mal eine Handy-darf-läuten-Folge. Heute darf mein Handy mal Teil der Folge sein. Wann immer es läuten will, kann es das machen. Ist mal was anderes. Bin ich nicht ganz so allein immer. Ich bin immer so allein. Gehen wir mal in Lewe 5. So, jetzt aber durch die Tür. Ach so, ich muss noch. Okay. Es wäre ja voll praktisch, wenn man die Pilze essen könnte. Meine ich nur. Wäre praktisch. Sind die giftig? Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir craften jetzt mal. Ich könnte zum Beispiel ein Messer machen. Das wäre ziemlich gut. Es wäre ziemlich doof, kein Messer zu haben. Kann ich eigentlich momentan was anderes machen wie Messer? Ich glaube nicht. Dann craften wir jetzt einfach mal so viel Messer wie geht. Und das sind 3. Na guck. 3 Messer ist ziemlich cool. Und dann können wir auch die Schere da wieder mitnehmen. Und Pillen. Kopf runter. Warum denn Kopf runter? Lieber Kopf hoch. Nicht hängen lassen. Alles wird gut. Oh Gott, hat die mich jetzt erschrocken. Oh oh. Nichts passiert. Alles ist total okay. Schiefe Gebäude mögen die bei Naughty Dog anscheinend, oder? Ist doch auch in Uncharted 2, wenn mich nicht alles täuscht, eine doch ziemlich coole Szene. Mit diesem Hubschrauber und dem einstürzenden Gebäude. Ein Herzchen. Ich kann nicht lesen, was da steht. Mappy. Ja, wahrscheinlich Happy, nicht Mappy. 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 Nein, ich kann es nicht lesen. Wahrscheinlich Valentine's Day oder so. Kinderzeichnungen, Fotos. Ich finde es immer ein bisschen weird. Ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es so ist. Man kann ja nicht in die First Person schalten, oder? Oh, das wollte ich jetzt mal nun gar nicht. Doch, doch, guckt. Ich finde es immer weird, wenn in so Videospielen Bilder von echten Menschen rumstehen. Das gibt es ja ganz oft irgendwie. Ich weiß nicht, warum das Leute machen. Doch, ich weiß es schon. Es ist natürlich aufwendig, 3D-Modelle zu machen, die dann zu arrangieren, nur damit man dann einen Screenshot machen kann, damit man dann eine Textur hat für ein Foto. Da gehen wir doch lieber zu irgendeiner kostenlosen Stockfotoseite und nimmt sich irgendein Foto. Und fertig. Klar. Trotzdem ist es immer komisch. So ein Stilbruch. Aber wirklich. Ich glaube, uns hat keiner gehört. Alles ist gut. Danke. Bist du okay? Nichts passiert. Ehrlich gesagt ist meine Energie ziemlich im Eimer. Scheiße! Oh, das war heftig. Oh, du sagst es. Wie kann ich denn gleich nochmal Super Joel Gehör benutzen? Super Joel Gehör aktiviert. Okay. Hier ist alles gut. Oh ja, danke. Oh, du bist eine Heldin. Ach so, aber nur das Rezept hat sie uns gegeben. Okay, meinetwegen. Wir haben 5 Pillen. Damit können wir noch nicht viel anfangen. Ich verstehe schon wieder. Ich habe es ganz vergessen, aber diese Pillen, die wir gerade gefunden haben, sind quasi Erfahrungspunkte, wenn man so will. Im klassischen Sinne. Ich glaube, wir sollten uns echt verarzten. Los geht's. So, sehr gut. Ist noch was irgendwo? Wenn ja, dann finde ich's und werd ganz froh.
Ein Ziegelstein. Den nehme ich tatsächlich mit, nachdem ich meine Flasche versehentlich gegen das Bild von der Frau geworfen habe. Flaschi, ich werde dich so vermissen. Er war so unschuldig. Eine unschuldige kleine Flasche. Ein Messer, um die Tür zu öffnen. Ah, das tut weh. Dass die Messer immer gleich nach einmaliger Benutzung kaputt gehen müssen. Oder kann der die nicht ein bisschen robuster konstruieren? Kann er mir nicht erzählen, dass das nicht geht? Sind die aus Marzipan? Oder wie? Hey, 10 Erfahrungspunkt Pillen. Okay, sonst nix. Ich habe das vorher mit den Kabeln nur gesagt, weil während so einem Dialog musste ich ganz viel Kabel arrangieren und ich habe gesehen, dass das Mikro ausgeschlagen hat und ich habe ganz viel Störgeräusche produziert und habe mir gedacht, ah, fucking Kabel, ey. Dauernd diese Kabel überall. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Ich höre spooky Geräusche. Echt spooky. Echt unheimlich. Oh Mann. Oh Mann, indeed. Aber ich glaube, diese, der uns gerade angegriffen hat, ne, die reagieren überhaupt nicht auf Licht. Ich glaube, den kann ich mit der Taschenlampe im Grunde auf den Kopf hauen und die merken es nicht. Naja, auf den Kopf hauen sollte ich ihn nicht. Doch, sollte ich schon, weil dann sind sie tot. Was ist denn jetzt hier? Sehen, ob es da weitergeht. Okay. Das war ziemlich hoch. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut. Aha. Du bist dran. Ellie darf wieder als Erster. Immer darf sie als Erster irgendwo hochsteigen. Und was mit mir? Ich bleib hier alleine unten und muss gegen Zombies kämpfen, die jetzt gleich hier durch die Tür kommen. Stimmt's? Okay. Komm, Großer. Reich mir die Hand. Ich weiß nicht, wie man aufhören kann zu werfen, leider. Ah, das ist auch nicht schlecht. Cooler Move, aber nicht ganz, was ich will. Kann man aufhören zu werfen? Ich glaube, ich hätte einfach nur nicht... Ich weiß schon, ich bin blöd. Egal. Da liegen bestimmt noch mehr Ziegelsteine. Ich meine, zum Glück bestehen die meisten Häuser aus denen. Deswegen findet man viele davon. Los, los, los! Klickerbockerbande ist da. Können wir nicht einfach Fungizide sprühen? Aha, und jetzt? Das ist ein cleverer Plan. Finde ich gut. Ich töte gern immer alle Gegner. Ich weiß, in dem Spiel ist es teilweise echt schwer und man sollte schleichen. Aber ich bin einfach jemand, der gern alle umbringt, weil ich schaue mich gern in Ruhe um. Ich will mich nicht stressen, wenn überall Gegner sind. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie die Klicker funktionieren. Kann man die Stealth killen, wenn man sich anschleicht? Oder sind die anschleichfest? Aber wollen wir das wirklich? Wollen wir das wirklich, junge Dame? Ich würde gerne mal versuchen, ob ich den Stealth killen kann. Wenn nicht, dann sterbe ich jetzt gleich. Ist aber auch nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres als Tod. Digital zumindest. Messer! Ah ja, ich weiß schon wieder. Ich glaube, solange ich Messer habe, ist alles gut. Wenn ich keine Messer habe, habe ich dafür ein Problem. Immerhin. Also entweder Messer oder Problem. Denn wenn man... Oder hier, guck mal. Hier ist doch Zeug. Kann man doch nicht liegen lassen. Blubberzeug, Lappenzeug, das gute Zeug, Mensch. Leise. Ach ja, super Gehör ist schon echt was Tolles, oder? Im Endeffekt ist ja Joel, wenn man so will, schon irgendwie ein Superheld, oder? Außer, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, auf Survival Live Listedisten, dann hat er keine Superkräfte. Dann kann er nämlich sein Supergehör nicht nutzen. Und das ist dann ziemlich übel. Das ist dann echt super schwer. Ich habe das mal gespielt auf dem Schwierigkeitsgrad, bin aber echt nicht sehr weit gekommen. Ich sag's euch, wenn wir zu der Stelle kommen, wo ich dann einfach nicht mehr weitergekommen bin, nach vielen Versuchen. Und dann war ich einfach so frustriert, dass ich gesagt habe, okay, nee. Nö.
Ich wollte das Spiel nämlich eigentlich completionisten, 100%ifizieren, weil es mir echt gut gefallen hat. Aber ich habe es dann eben doch nicht gemacht, weil es mir dann einfach zu hart war. Zu viel Zeit, die ich da hätte reinstecken müssen. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Ich habe mich schon gewundert, was hier so riecht. Übrigens, die einzigen Spiele, die ich auf der PS4 100% Platinum-Trophäen-mäßig gespielt habe, sind Fallout 4, Dragon Age Inquisition und Metal Gear Solid 5. Moment. Nur zur Info. Sind auch alles drei sehr gute Spiele. Okay. Die Damen. Okay, komm. Und jetzt schieben wir wieder zu und gehen heim. Nein, machen wir nicht. Aber wir beenden leider die Folge für heute. Danke fürs Zusehen. Danke nochmal an Ramsi für seine spendable Patreonage. Und danke an alle anderen Patreons natürlich auch. Und danke an euch allen Nicht-Patreons da draußen, die ihr den Kanal durch Likes, Abos, Teilen der Videos oder einfach nur durchs Zusehen unterstützt. Vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch. Das spielen wir heute. Was? Machst du Witze? Wir sind irgendwie in einem Hochhaus gelandet und versuchen jetzt eigentlich nur nach unten zu kommen, wenn ich das recht verstehe. Und das stellt sich als überaus problematisch heraus. Wie schön wäre es, wenn jetzt einfach der Aufzug funktionieren würde, oder? Ja, vielleicht sollte man auch nicht so schwungvoll darunter springen. Kann man auch ein bisschen mehr klettern. Noch dazu, während andere Personen drin sind. Mensch. Oh je. Was denn? Was denn, oh je? Wegen den Gebäuden? Oder wegen der Situation, oder? Sollten wir Ellie eine Waffe geben? Haben wir eine Waffe für sie? Ich meine ja nur. Ich meine, in dieser Welt, in der wir hier uns befinden, ist man vielleicht unter Umständen schnell alt genug für eine Waffe. Wenn man sich außerhalb der Militärzone bewegt zumindest. Hier liegt zum Beispiel eine. Ein Revolver. Jetzt habe ich zwei Waffen. Eine geben wir Ellie, oder? Nein. Okay. Sie haben Waffen, bla bla bla. Kann man hier, kann man da. Wunderbar. Oh, ich hätte aufpassen sollen. Ah, ich verstehe schon. Warte mal. Nein, ich mache irgendwas falsch. Genau, nehmen wir mal den Revolver, oder? Warum denn nicht? Warner. Was, Mörder? Schau mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Oh oh. Ich höre Schreiklicker. Benutzen wir mal unser Supergehör. Schauen wir mal. Das sind, glaube ich, normale Leute da. Also normale Pilzleute, meine ich, oder? Sind das alles normale Pilzleute da unten? Nein, ich kann mich erinnern, dass da mindestens ein Klicker unten patrouilliert. Ohne Klicker wäre es ja leicht. Könnte man einfach alle erwürgen und dann wäre alles gut. Oh, oh, da kommt einer. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hallo. Leise. Leise, Pilz-Guy. Wir wecken sonst noch jemanden. Ah, da hinten geht auch noch einer patrouillieren. Uiuiui, jetzt kommen sie aber aus ihren Löchern gekrochen. Mindestens noch vier. Warum sind die denn so aggro? Was ist denn los? Seid doch nicht so aggro. Wisst ihr, was ich machen würde, wenn ich ein Arsch wäre? Ich würde mir so, wenn ich mit einem Pilz infiziert werde, würde ich mir so eine dicke, würgesichere Metallhalskrause basteln, damit ich nicht stealth gekillt werden kann und würde mir so einen kugelsicheren Helm und sowas anziehen. Und dann wäre ich das unbesiegbare Superpilz-Zombie. Ich
würde mir denken, okay, ich wechsle jetzt anscheinend die Lager. Wenn schon, dann richtig. Nee, würde ich nicht. Okay, den haben wir. Und jetzt? Hau ich voll daneben. So. Oh, oh, da kommt noch einer. Oh, den hätte ich ja fast übersehen. Zumindest ist der Klicker weg. Ich hoffe, das war der einzige Klicker. Okay, ihr könnt kommen. Scheinbar. Okay, war doch halb so schwer. Halb so schlimm. Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier. Machen wir. Aber lass mich doch vorher noch mal kurz ein bisschen umsehen. Jetzt sind alle Gegner tot. Jetzt sollten wir hier uns vielleicht noch in den Räumen umschauen, weil wir werden belohnt. Zum Beispiel mit einem Holzbrett. Und mit Snacks, die wir nicht brauchen. Und Flaschen, die wir auch nicht brauchen. Und Snackflaschen. Flaschen-Snacks. Warum muss ich eigentlich alles machen? Ah. Warum können die nicht auch was looten? Beziehungsweise gibt sie einem ja wenigstens ab und zu Heilpäckchen. Ich weiß nicht, wo sie die her hat. Wahrscheinlich. Aber ich mag NPCs, die selber ein bisschen Initiative zeigen und sagen, hey, hier, ich habe was gefunden, ich geb's dir. Weil ich so ein toller Begleiter bin. Und ich sag, cool, das hätte ich voll übersehen, wenn du nicht da wärst. Thanks. Das finde ich gut. So, wir hören, glaube ich, schon Vogelgezwitscher, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Habe ich mir das gerade eingebildet? Weil Vogelgezwitscher ist ein gutes Zeichen. Das Spiel wechselt immer sehr schön, finde ich. Das gefällt mir echt sehr gut an dem Spiel. Zwischen so abgefuckten, unheimlichen Pilzhöhlen und der Schönheit dieser postapokalyptischen Welt da draußen. Die berühmte Giraffenzähne, zu der kommen wir noch. Die Zähne, ich meine natürlich Szene. Okay, Mädels, wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht mehr. Ihr habt normalerweise den Plan. Ich gehe nur irgendwo hin und verprügel Pilzleute normalerweise. Das ist mein Job. So stand es auch in der Jobbeschreibung und ich glaube auch in meinem Arbeitsvertrag. Zwingt mich nicht, meinen Anwalt anzurufen, beziehungsweise die Gewerkschaft, beziehungsweise den Anwalt meiner Gewerkschaft. Warum muss alles so laut sein? Wisst ihr was, im Falle einer Zombie-Apokalypse sollten wir vielleicht anfangen, leise Möbel zu designen. Was ist denn jetzt? Aha. Hier, ist das okay? Dum, du, 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 du. Ich weiß ja nicht, aber hätten wir das Ding nicht auch querstellen können? Ich glaube, das hätte auch funktioniert. Na, ja, ich glaube schon. Egal. So geht's auch. Egal. Hauptsache es funktioniert. Siehst du? Alles klar. Was ist alles klar? Bidu, bidu, du, du, di, du, du. Ich finde das schon auch ein ganz nettes Loot-System, das alles in Lappen, Alkohol, Klingen sortiert ist. Und noch irgendwas. Was, wow. Dann mal los. Gehen wir's an. Oh cool, ein Bungee-Chair. Das ist der Shit. Einmal an der Taschenlampe rütteln. Hier können wir durch. Vorsichtig. Sei du doch vorsichtig. Dauernd sagt er anderen Leuten, wie vorsichtig die zu sein haben. Und selber ist er so vorsichtig wie ein Nilpferd. Ich weiß nicht, vielleicht sind Liebpferde sehr vorsichtige Tiere. Ich weiß nur, dass die sehr aggressive Tiere sind. Wusstet ihr, dass mehr Leute durch Nilpferdangriffe sterben als durch Löwenangriffe? Glaube ich, habe ich mal gehört. Auf jeden Fall sind Nilpferde extrem aggressiv und können an Land wahnsinnige Geschwindigkeiten erreichen. Das sind total krasse Sprinter. Lieber nicht mit einem Nilpferd anlegen. Weißt du, ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Ja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich's sehe. Hm. Hm. Hm.
Müssen wir dahin, wo der dürre Hans liegt, der seinen Schnaps verloren hat? Schade, dass er gar nicht darauf reagiert, dass er nass wird. Da hätte ich schon eine Animation erwartet. So von wegen so... So, keine Ahnung. Duschbewegungen oder Hand über den Kopf schützend halt Bewegungen. Also von Naughty Dog hätte ich es erwartet. Ich hätte es erwartet, nicht ich, das ist mein Anspruch an das Spiel, sondern ich hätte denen zugetraut. Tja. Vielleicht holen wir uns da hinten mal noch den Spiritus. Und die Pillen. Vor allem die Pillen. Aber da ist... Warte mal, wir lassen das natürlich nicht einfach so liegen. Oder... ich kann hier nicht craften. Ach, dammit. Gehe ich jetzt wegen einer halben Flasche Flüssigkeit, Alkohol da zurück? Vermutlich schon. Jetzt schauen wir mal, was ich craften kann. Medikit. Ich finde es auch ganz schön, dass man später, wenn man Molotow-Cocktail-Rezepte hat, dass man sich dann immer entscheiden muss, weil Molotow-Cocktails und medizinische Verbände verbrauchen genau die gleichen Rohstoffe. Und man muss im Grunde haushalten halt einfach und muss sich entscheiden, okay, baue ich jetzt lieber Molotow-Cocktail, eine offensive Waffe, mit der ich größere Gruppen auf einmal besiegen kann, oder ein Medikit, weil, ne, Medikit. Und das finde ich ganz schön, ein schöner Kniff. Dass man eben so seine Ressourcen sich einteilen muss und so auch ein bisschen zwischen offensiv und defensiv. Hier lang. Überlegen muss, was da sinnvoller ist. Tess, hier unten. Vielleicht steht sie schon neben dir, Mensch. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ja. Yeah. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffentlich. L2 in einem Bogen werfen, Gegner Entdeckung. Zum Treffpunkt kommt. Wollen wir den wirklich jetzt schon anzünden? Joel, wirklich jetzt schon? Wie lange brennt denn das Ding? Ah, und jetzt steckst du es brennend in deine Hose. Cool. Das sind diese neuen Zeiteinfrierhosen. Alles, was da reinkommt, erstarrt in der Zeit. Und wenn das rauszieht, geht die Zeit wieder weiter. Und so kann man auch eben zum Beispiel brennende Molotow-Cocktails einfach reinschieben und dann bleiben die in dem Zustand. Ziemlich cool. Die wurden kurz vor der großen Pilzapokalypse erfunden, die brennenden Hosen. Was? Brennende Hosen? Ich hab was von brennenden Hosen gesagt. Triff dich mit den zwei Firefly-Teams beim Rathaus. Mädchen 1,60, 14 Jahre alt, rothaarig. Aha. Die hätten uns treffen sollen. Quarantänezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Wie nicht unsere Leute? Doch, doch, eben schon. Die hätten uns treffen sollen, glaube ich. Oder vielleicht nicht uns, sondern ein anderes Firefly-Team, das Ellie hätte holen sollen. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall tot. Scheiße. Da drüben, siehst du's? Oh oh, quietschi. McQuitchington. Wollen wir nicht die Lampe ausmachen? Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Natürlich. Ey, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Natürlich bleibst du hinten. Joel, do everything. Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Leicht antippen, um dich leise zu bewegen. Jupp, mach ich. Clicky McClickington. Oder wir fangen jetzt einfach hier einen fucking Krieg an und schießen alle weg. Das wäre die andere Möglichkeit. Es ist keine sehr gute Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit. Das muss man schon sagen. Ah, dammit. Warum sind hier so viele? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, wenn ich einen von den beiden jetzt töte, dann kommt... Oh, oh, was ist los? Hey, was ist los mit dir? Bleib mal ruhig. Hier, iss mal die Flasche. Na komm, hol's Fläschchen. Hol's Fläschchen. Wo gehst du denn hin? Da ist gar nicht die Flasche.
Was für eine Flasche, oder? Schlaf, Zombie, schlaf. Hey, Munition. Ich danke. Irgendwie kommt der genau auf uns zu. Wollen wir irgendwas dagegen unternehmen? Irgendwie regnet es hier rein. Wollen wir das Dach flicken? Ich bleib einfach hier stehen. Und wenn er vorbeigeht, dann gibt's ein Messer. Zum Frühstück. Oh, oh. Vorsicht. Pilzguy? Pilzguy? Schwammalface? Okay, Vorsicht. Vorsicht. Der bemerkt uns nicht, oder? Der kann uns nicht riechen oder so. Haha! Vielleicht sollten wir nicht ganz so laut schreien, okay? Was? Was hat sie gesagt? Ich zähle Grenzen. Ich sehe Grenzen, die Seelengrenzen. Irgendwie sowas Esoterisches war es, glaube ich. Na gut. Da ist noch einer. So, läuft doch ganz gut, oder? Da hinten ist noch einer, der ist auch sehr schokoladig. Ist das auch ein Klicker? Wie viel Klicker sind denn hier? Ach ja, übrigens, die Stelle war's. An der bin ich einfach nicht weitergekommen im Überlebensmodus. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's einfach nicht geschafft. Keine Chance. Wenn man selber kein Supergehör hat, aber die Gegner haben dafür Supergehör, ist das einfach echt gemein. Moment mal, ich glaube, die ist gar nicht infiziert. Egal, vergiss es. Kombination erforderlich. Wo ist die Kombination? Da ist sie. 5549. Nein, wohl nicht. Schade. Wisst ihr was? Wir müssen jetzt den letzten Klicker töten, weil dann kann ich Licht anmachen und dann können wir uns bei voller Beleuchtung in Ruhe hier ein bisschen umsehen, oder? Ich meine, eigentlich ist an der Stelle, glaube ich, jetzt nicht unbedingt gedacht, dass man tatsächlich alle tötet. Man kann da auch super gut durchschleichen, aber am Schluss wird man dann laut, wenn man die Leiter aufstellt und dann hat man ein Problem. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Niemanden zu essen. Du hast echt Glück, dass dein Kiefer dir als letztes abfault. Sonst hättest du ein Problem. Aber das sind die Wunder der Evolution. Natur ist überall schön. Oh mein Gott. Was, oh mein Gott? Was, oh mein Gott? Was, oh mein Gott? Warum gibt mir denn keiner eine Antwort? Haben wir jetzt alle getötet hier? Haben wir gewonnen? Sind wir die Besten? Die Sieger? Die Götter? Oder kommen da immer wieder neue, wenn wir alle besiegt haben? Könnte schon sein. Ich mach mal noch ein Medikit. Schnell, Joel. Was denn? Haben wir Stress? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kommen wirklich immer mehr. Ich würde mich aber schon gern umsehen. Es gibt hier ein Safe mit der richtigen Kombination. Wer weiß, was da drin ist. Wir werden reich. Millionen von Dollar. Mit denen können wir uns dann irgendwie die Sofa neu aufpolstern. Oder so. Ich weiß nicht, meint ihr, die haben noch einen Wert in den Städten? Oh Gott! Ellie, ich hätte dich jetzt beinahe erwürgt. Versehentlich. Oh Gott. Meine lieben NPC-Begleiter. Erschreckt mich doch nicht so. Können wir uns nicht irgendwie ausmachen, dass ihr bunte, leuchtende Bändchen trägt oder so? Die euch ankündigen. Okay, da ist noch jemand. Und da steht einer. Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los. Aber was ist mit dem Safe und der... Okay, egal. So, der stört. Der stört noch ein bisschen hier. Der junge Mann. Wie wäre es, wenn sie mal hier... Oh! Ich habe einen Molotow-Cocktail geworfen. Das wollte ich so überhaupt nicht. Oh nein! Das war jetzt ein bisschen doof.
Wisst ihr, was ich eigentlich machen wollte? Ich wollte ihn eigentlich packen und mit dem Messer töten. Und ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert hat, ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall wollte ich ganz sicher keinen Molotow-Cocktail werfen. Ich weiß gar nicht, warum er das jetzt gemacht hat. Ich hatte doch eine Flasche eigentlich. Oh oh. Oh oh, ich bin so blöd. Ich habe die Steuerung vergessen. Okay, ich habe anscheinend kein Messer mehr, oder? Kann das sein? Du brauchst ein Messer. Ich dachte, ich habe ein Messer. Ich hätte schwören können, ich habe noch ein Messer. Na gut, wir haben scheinbar kein Messer. Wisst ihr, was das bedeutet? Krieg. Oh oh, da kommt sein Buddy. Und sagt, Clement? Clement? Wo bist du? War's das? Haben wir's? Können wir jetzt aufhören mit der unheimlichen Musik und Party machen? Party machen? Weiß nicht, war's das wirklich? Darf ich mich jetzt umschauen, ohne Angst haben zu müssen? Oder kommen jetzt noch mehr? Das wäre nämlich schon cool, wenn ich mich jetzt einfach umschauen dürfte. Wir haben es fast geschafft. Na los. Wie hier lang? Wir haben es fast geschafft. Wir gehen voll in die falsche Richtung. Oh, da ist ja noch einer. Na gut, aber der ist ein normaler. Der steht da vielleicht schon immer. Ups. Manchmal hat es hier einen komischen Regeneffekt und manchmal nicht. Naja. Ich habe schon wieder komische Geräusche gehört. Könnte auch eine Maus gewesen sein. Ich hoffe, es war eine Maus. Ich mag Mäuse. Vielleicht war es auch eine Ratte. Auch das wäre okay. Vielleicht war es auch eine Katze, ein Papagei, Chamäleon. Wäre alles okay. Außer es ist eine Pilzkatze. Ich weiß nicht, ob der Pilzvirus auch auf Katzen übergeht oder andere Lebewesen. Aber nur auf Menschen? Wirklich? Gibt es nur Menschen, Zombie-Pilze? Finde ich ja fast komisch, ehrlich gesagt. Also ich meine, warum? Und ich meine, warum liegt hier so viel Essen, aber ich kann nur diesen einen einzigen Schokoriegel nehmen, der mich heilt. Alles andere ist vielleicht schon abgelaufen. So, hier ist die Kombination für den Safe drin. Ich glaub's wirklich, oder? Ja, 3, 43, 78. Bla bla bla. Text, Text, Text. Kate Sof. So Leute, leider ist aber jetzt schon wieder Schluss für heute. Ich habe immer noch ein bisschen Angst. Ich gehe noch ein bisschen geduckt. Aber in der nächsten Folge werden wir das große Geheimnis über den Inhalt des Safes lüften. Ich hoffe, es wird absolut cool. Mein Gott, diese Geräusche. Warum? Was machen die hier? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Und danke. Macht's gut. Ciao. Da ist er. So, tschüss. Willkommen zu The Last of Us Remastered. So, wir haben beim letzten Mal den Coop für den Safe gefunden und können ihn jetzt öffnen. Und finden darin 50 Schrottteile. Okay, warum nicht? Ich meine, erstens hätte ich damit nicht gerechnet. Und zweitens macht das keinen Sinn, oder? Warum sollte jemand wahrscheinlich vor dem Pilzbefall irgendwas Schrottiges da reinlegen? Vielleicht war irgendwas Cooles drin und ich habe Schrott draus gemacht. Ich meine, keine Ahnung. Okay, na los! So, jetzt hoch. Schnell, darf ich Erster? Wenn du dich jetzt nicht beeilst, gehe ich wirklich als Erster. Hey, egal wer. Irgendwer geht jetzt die Leiter hoch. Ich weiß nicht, was gerade nicht funktioniert. Vielleicht muss ich einfach weggehen. Ja, ich gehe einfach weg und lasse den Ladies den Vortritt. Ich will ja. Ich kann ja nicht. Meint ihr, ich bin gerne hier unten bei den ganzen Ghoulen und Stinkern. Ich kann die Leiter echt nicht benutzen. Ich glaube, hier stimmt was nicht jetzt. Na also, Gott sei Dank. Ha, fühle ich mich gleich ein bisschen sicherer. Wollen wir die Leiter umkicken vielleicht? Nein, nicht umkicken? Okay. Von mir aus. Ihr seid der Boss. Vielleicht können die keine Leitern klettern. Oh Mann, wir haben es tatsächlich geschafft.
Sind alle okay? Nein. Ja, gehen wir. Ich habe immer noch ein bisschen Angst. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Aber es braucht einen echten Profi, um zu erkennen, dass das Glück war. Wundert mich, dass die hier nichts versteckt haben. Eigentlich findet man doch schon an den meisten Orten wenigstens irgendwie ein halbes Zahnrad oder irgendwie sowas. Naja. Raus in die Natur. Licht brauchen wir auch nicht mehr. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Da lang. Dann gehen wir da lang. Wenn Tess es sagt, Tess ist allwissend. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Ich glaube, wir gehen einfach durch dieses Haus voller Pilzzombies. Das ist wahrscheinlich der leichteste Weg. Tja, jetzt gibt's noch eine gute Nachtgeschichte und dann kommt der Sandmann. Cool, und jetzt, wo ist, da war doch noch einer. Ah ja, genau, und den letzten Pilzzombie knuddeln wir jetzt auch noch in den Schlaf. So, noch einmal umarmen. Oh, das war ein bisschen rasant, ein bisschen okay, dann mal los. Brachial. Wir wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Warum heißt es, dass noch mehr hier sind? Ach so, weil irgendjemand muss die infiziert haben. Ja, okay, ja. Aber können die nicht durch Sporen infiziert worden sein? Vielleicht schon länger und sind dann bis hierher gelaufen? Okay. Könnte schon sein. Glaube ich schon. Klettert hoch! Und zwar schnell, sonst werde ich verdammt wütend. Braucht ihr Hilfe? Brauchen die Hilfe? Nein, die brauchen natürlich keine Hilfe. Okay. Xaver. Hier hat anscheinend der Xaver gewohnt. Ich hätte auch gern Fahnen vor meinem Haus. Mit meinem Logo. Einfach so. So, was steht denn hier? Background. Mushroom. Two known ways. Breath. Genau. Wenn man die Sporen einatmet, dann wird man infiziert. Insofern könnten die auch einfach nur durch Sporen infiziert worden sein. Die müssen nicht unbedingt gebissen worden sein. Weil die zweite Methode, um sich anzustecken, steht hier, ist eben Kontakt mit Körperflüssigkeiten von bereits Infizierten. Usually by being eaten. Bitten, nicht eaten. Incubation. One or two days. In ein, zwei Tagen kann man weit reisen. Die können sonst wo infiziert worden sein. Also das macht keinen Sinn, finde ich, was die gerade gesagt haben. Okay. Gewalttätiges Verhalten. Hauen alle um sie rum. Und dann kommt er durchs Gewebe durch und setzt airborne Luft übertragbare Sporen frei. Ich glaube, ich könnte das einfach hier auf Deutsch sehen, ne? Dann könnt ihr es auch lesen. Nach der anfänglichen Infektion, das haben wir alle schon. Es gibt keinen Impfstoff gegen CGI. Gegen CGI? Das finde ich irgendwie lustig. Heißt der im Englischen auch CGI? Nein, da heißt das CVI. Okay. Weil CGI ist der englische Begriff für computeranimierte Special Effects in Filmen. Ich weiß gar nicht, für was das steht. Computer Generated Intelligence. Diagnose. CGI kann durch den Bluttest oder eine mikroskopische Untersuchung in der Regel, Okay. So. Personen. Dann gehen wir mal den einzigen Weg, den es gibt. Hier drüben. Ach was, sag bloß. Sag bloß, du willst mich auf das hier aufmerksam machen. Oder nicht?
Vielleicht kommen wir hier durch. Vielleicht. Ja, toll, letztes Mal. Warum hat das funktioniert? Ich meine ja nur. Oh, langsamstes Tor ever. Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Sie kommen. Ich weiß. Okay. Du hast da was am Schuh. Eklig. Das gehört dahin, das war das schon immer. Ist dir das noch gar nicht aufgefallen? Das ist mein Glücksarm. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Oder finden wir es rein? Eine Werkbank, unsere erste Werkbank. Okay, dann an die Arbeit. Das ist Ihre Meinung. An die Arbeit. Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Wir haben leider gar kein Werkzeug. Wir brauchen Werkzeug. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einsatzzentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passiert ist? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Schau nicht, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Ich bin confused, weil ich weiß nicht mehr genau, wie das mit diesen Werkbänken war. Aber wenn die hier die Werkbänke vorstellen, müsste doch hier auch das nötige Werkzeug sein. Aber, ach, okay. Ich verstehe schon. Ich brauche hier für den Holster, brauche ich dieses rote Werkzeug. Aber die Pistolen kann ich auch ohne Werkzeug upgraden. Dafür brauche ich nur Schrott. Gut, wir haben 92 Schrott. Was machen wir denn? Ich habe jetzt gerade den Revolver ausgerüstet. Vielleicht konzentrieren wir uns dann auf den. Ich mache jetzt mal Schussfolge, Nachladetempo. Ich hätte ja gern die Möglichkeit, dass ich den Schaden erhöhe. Ich weiß, Realismusfreunde sagen dann, was? Man kann doch den Schaden nicht erhöhen. Kaliber und die Pistole kann man doch nicht einfach. Es geht doch nicht. Aber ich sag, doch, ich kann das, weil das ein Videospiel ist. Und da kann ich alles, was der Programmierer mir erlaubt. Oder Modder. Also machen wir die Schussfolge schneller. Und das Nachladetempo. Und hier machen wir das Magazin größer. Und das auch noch. Und das auch noch. Und mehr können wir jetzt eh nicht craften. Dann haben wir alles gemacht, was wir machen können. Und ich bin glücklich. So geht das. Hey, wollen wir durch die Tür da gehen? Oder übernachten wir hier? Ich wäre dafür, dass wir hier übernachten. Nein? Okay. Dann gehen wir wohl weiter. Voll. Na schau, habe ich die richtige Waffe aufgegradet, wenn wir nicht mal mehr Munition dafür nehmen können, weil wir so viel haben. Wisst ihr, ich meine, begrenztes Inventar und so, es ist alles klar und spieltechnisch ist es auch, aber da liegt eine Patrone für einen Revolver, eine Patrone. Kann man wirklich so voll sein, dass man sagt, nein, ich kann diese Patrone nicht mehr mitnehmen. Die hat keinen Platz mehr. Ich kann die nirgends, nicht in meinen Schuh, nicht im Mund. Ich kann die nirgends transportieren. Alles ist vollgestopft mit Zeug. Wirklich nicht eine Patrone. Naja, anscheinend. Zwei Türen. Da weiß man echt überhaupt nicht, wo man hingehen soll. Lass mich erstmal in das andere Zimmer schauen. Vielleicht ist das nur so ein kleiner Abstellraum. Ja, mehr oder weniger. Eine Schublade voller Stuff. Cool. Ach Mann, warum machen die leere Schubladen? Sollen die doch wenigstens einen Schrott reinlegen oder so? Hello. Anscheinend ist hier irgendwie die Kirchturmglocke abgestürzt. Oder war die schon hier? Nee, die ist nicht abgestürzt, sonst wird die woanders liegen. Dann war das so eine Art Museum? Ach nee, warte, das Rathaus war das, oder? Kann sein, dass sie uns so... Sorry,
Sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Das sind so alten amerikanischen Rathäusern, so Glocken und so Zeug ausgestellt ist, oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde gerne da hochklettern. Danke. Ich befürchte nur, dass sie jetzt... Ups, ich wollte die Statue, die Büste nicht hauen. Die Bürste. Ich befürchte nur, dass sie jetzt durch ihre Scherben kein Glück gebracht hat, sondern Pilzviren. Aber vielleicht wird man glücklich, wenn man Pilzzombie ist. Altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Was? Ich dachte, wir sind schon im Pilz-Zombie-Kampfmodus. Warum reden die noch so casual miteinander? Was ist das hier? Eine nasse, feuchte, dunkle Höhle voller pilzinfizierter Zombies, die auf Lautstärke reagieren, mein Kind. Hättest du wohl nicht gedacht. So ungefähr kam mir das gerade vor. Ah, aber wahrscheinlich erst im nächsten Gebiet, weil da ist so eine Blockade im Grunde, dass man nicht mehr zurück kann. Gameplay technisch. Versteh schon. Aber ich glaube, hier haben wir uns fertig umgesehen. Oder? Ellie? Ist da was? Kann man die Tür öffnen? Oh, wenn ich mir die so anschaue, mach die lieber nicht auf. Ich glaube, da fällt dann ein halbes Gebäude durch die Tür rein. Das ist laut, staubig und gefährlich. Wahrscheinlich auch noch voller Pilzsporen. Okay, passen, schnell. Ich lebe! Ich werde außen rum gehen. Wir sind hier. Tess! Mann. Scheiße! Renn du doch. Verdammt nochmal. Muss das denn sein? Oh, ich bin jetzt hier irgendwie eingeschlossen, eingepfercht. Ah, da lang. Oh, hello. Tess. Nein, ich glaube, das ist nicht Tess. Ich glaube, das ist ein Pilzzombie. Kann man leicht verwechseln, aber man erkennt es, wenn man auf die Details achtet. Guck. Riesige Pilzflechten im Gesicht. Pilzzombie. Keine Pilzflechten im Gesicht. Tess. Okay? Fürs nächste Mal. Wie gesagt, kann man verwechseln. Mach dir keinen Vorwurf. Ich meine, beide haben zwei Arme und zwei Beine und so. Das ist schon alles irgendwie nicht so eindeutig. Da gebe ich dir recht. Ach ja. Wisst ihr, was cool wäre? Ein Messer. Entschuldigung. Ein Messer fände ich gut. Und wenn ich... Ich weiß gar nicht, was mache ich denn jetzt? Ich schleiche mich gerade an den an, weil ich mir denke, so, ich schleiche mich jetzt an dich an. Und da sind aber gleich zwei, erstens. Und zweitens habe ich kein Messer mehr. Und drittens geht ihr jetzt alle beide da raus in den Raum da. Ich habe gesagt, ihr geht alle beide da raus in den Raum. Für was werfe ich denn irgendwelche Flaschen durch die Gegend? Mensch, ist das nervig. Ich wollte die jetzt beide zusammenlocken, damit ich sie mit einem Molotow-Cocktail gemütlich... Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie ein Problem, oder? Zwei Probleme. Hallo, Problem Nummer 2? Da. Wisst ihr was? Man lebt nur einmal. Sag bloß, ich hab daneben geworfen. Nein, sie brennt. Sie brennt. Pilzzombie 1 brennt. Pilzzombie 2, bitte, du auch brennst. Cool. Ich war jetzt vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber... Die sind weg. Die kommen nicht wieder. Das ist die Hauptsache. Was weg ist, ist weg. Und was nicht mehr wiederkommt, kommt nicht mehr wieder. Und das ist auch gut so. Weil das gibt uns jetzt wieder die Möglichkeit, uns hier ein bisschen umzusehen. Zum Beispiel hier mal die Tür aufzumachen. Und zu sagen, hey, wir sind in dem gleichen Raum, in dem wir gerade eben waren. Awesome!
Und ich habe immer noch einen Knüppel auf dem Rücken. Kann man die nicht irgendwie auch upgraden? Ich habe so im Kopf, dass man auch die Knüppel irgendwie upgraden kann. Ah, ich könnte meinen Lauschmodus schon verbessern, meine Fertigungszeit und mein Heiltempo. Ich weiß nicht, ob ich das will. Maximale Gesundheit und Schwanken der Waffe, vor allem maximale Gesundheit, kommt mir schon besser vor. Ach so, aber wartet mal. Knüppel, was ist denn mit verbessertem Knüppel? Geht zumindest momentan scheinbar nicht. Und auch sonst nichts. Na gut. So. Okay. So weit, so gut. Hallo. Personen. Wo seid ihr? Ich bin hier so alleine und hab Angst. Personen. Ich muss schon mal blöd fragen, warum brauchten die vorher eigentlich keine Gasmasken, als die in diesem Pilzgebäude waren? Naja, da war es jetzt nicht so super sporig, das stimmt schon, aber es sah schon gefährlich aus. Ich meine, der hat so einen alten Pilzzombie von der Wand gerissen. Man könnte meinen, dass da unter Umständen Pilzsporen frei werden. Hörst du auf? Oh Gott. Was passiert? Was passiert? Nehmt euch doch ein Hotelzimmer. Mir geht's gut. Leute, hier! Das Mädchen! Scheiße! Lass mich los, du Arschloch! Prügelei! Prügelei! Na los, mit euch nehme ich es allen auf. Ich nehme es mit euch allen auf, meine ich. Könnt ihr euch aussuchen. Ist beides okay. Ich nehme es allen euch mit auf. Wie viel kommt denn noch? Mir tun echt schon die Finger weh. Dabei bin ich nur der, der Knöpfchen drückt und nicht der, der seine Fäuste wirklich benutzen muss. So. Das war verdammt knapp. Ich weiß nicht. Lief doch ganz gut. Einfach mal 2 Minuten lang Viereck drücken und schon sind alle tot. Eine Flasche haben wir auch noch. Blöd wäre es jetzt, wenn nur ein einziger von diesen Pilz im Gesicht Klickern dabei gewesen wäre, weil dann wären wir alle instant tot. Dass die so One-Hit-Kill-Monster sind, was unterscheidet denn die so stark von den anderen, außer dass sie blind sind? Ich meine jetzt mal ehrlich, sind die nicht eigentlich irgendwie schlechter als ihre Urväter, als ihre Urversionen? Wisst ihr, was ich meine? Als die da? Ich meine so von der Logik her. Die haben nur noch ein halbes Gesicht, ansonsten sind die genauso einfach nur Infizierte, oder? Naja. Jace, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Na dann. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Wollen wir aufs Dach, wirklich? Ich habe keine Ahnung, aber die werden schon wissen, wo wir hinwollen. Oh, goldene Kuppel. Wahrscheinlich gehen wir dahin. Leute, aber egal, wo wir auch immer hinwollen, wir wissen es nicht. Aber wenn, überhaupt... Dann erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.